Holy smokes. Und das überleben wir dann? Ernsthaft? Junge! Fuck. Shit. Wie soll man das schaffen? So, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Das schafft man doch nicht. Schnell rennen können wir ja nicht, oder doch? Wie? Hä? Über den Hund springen kann man ja wahrscheinlich nicht. Nee, das geht nicht. Oder ihn wahrscheinlich hier runter rennen lassen und dann hochklettern. Dass er einen Umweg machen muss. Ja. Ja, ja, das ist die Lösung. Spring! Oh. Okay. Nee, wait. Dann kommen wir ja nicht mehr. Hä? Wie soll das jetzt gehen? So, ich glaube doch, ich weiß wie. Da war ich zu voreilig. Müssen das Teil hier rüber schaffen. Und hier können wir drauf jumpen und dann wieder in den Helm. Und die Kiste stellen wir hier auf die Platte. Ja, genau. Gut. Das hat niemand gesehen. So bescheuert aus. Ich wollte es nur mal testen, um sicher zu gehen. Ja, hier gäbe es jetzt eine Treppe. How? Ich kann ja nicht so hoch springen, oder etwa doch? Nee. Hä? Okay, wait. Thank you.
Gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich bloß mit dem anderen aus dem Körper raus. Nee, I see. Das Teil muss hier rüber. Sonst mache ich den gleichen Fehler nochmals. Okay, so haben wir das Ganze. Das Wasser. Ich glaube, das ist Wasser. Können wir uns dort reinfallen lassen? Drei, zwei, eins. Ja gut. Das war nix. Ganz links an den Rand, also. So. Whee! Okay, da ist eine Plattform oder irgend sowas. Eine Palette, die wir herumziehen können oder schieben. Denk mal rechts an den Rand. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, was hier genau passiert. Oder was wir hier genau machen. Die Geschichte ist ziemlich schräg. Und anspannend. Ein roter Knopf. Immer gut, einfach so rote Knöpfe zu drücken, bei denen man nicht weiß, was passiert. Okay, das lässt bloß das Wasser. Oh nee, nicht so, nee. Nicht so eine Kacke. Mit Zeitlimit. Wie? Schon wieder so etwas, wo ich mich frage, wie das gehen soll. Nee, wollte ich nicht. Können wir hier irgendwas benutzen? Um die Tür vielleicht zu blockieren. Irgendwas. Hm.
Scheint mir ja nicht so zu sein. Müssen wir überhaupt durch die Tür? Hä? Was soll mir das jetzt bringen? Okay, wait. Tür schließt sich, sobald das Wasser tot ist. Was bringt mir jetzt hier dieser Eingang? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Kette hier kommen wir auch nicht dran. Das bringt ja absolut gar nichts. Oder bin ich irgendwie gerade doof? Was natürlich sehr gut sein kann. Irgendwas übersehe ich doch gerade. Aber ich bin niemals so schnell dort drüben. Tür ist ja schon zu. Hä? Hä? Egal, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber es hat geklappt. Gut. Da sage ich nicht nein dazu. Ah, ich glaube, wir blockieren jetzt die Tür. Damit das Wasser steigt und wir wahrscheinlich durch die Fenster abhauen können. Möglicherweise. Nehme ich mal an. Ne, damit wir an die Kette hier dann kommen. Das ist der Trick. Nice. Da oben fahren Züge oder eine Metro. Ist das ein Fließband? Es wird lustig, wir müssen das Teil dort runterlassen.
ohne erwischt zu werden. Hier geht's immer um Zeit. Gut. Muss noch ein bisschen weiter runter. Oh Mann. Ich hab gedacht, das reicht schon. Aber leider nicht. Zumindest weiß ich jetzt, in welche Richtung das Ganze gedreht werden muss. Jetzt. Aber es war auch wieder knapp. Hä, der schnarcht, der Typ. Oder die Typin. Oh ne, wieder so eine Luke zum Öffnen. Mit zwei Lichtern. Junge! Öffne die Scheiße und geh rein! Das war auch wieder knapp. Da rast einem schon ein bisschen das Herz. Vor allem, wenn man nicht weiß, was einen hier erwartet die ganze Zeit. Was mache ich bloß hier?